solche Schlaglöcher, das haben wir nicht in Chile, in Patagonien gesehen. Rumpelt und rattert und ich kann kaum 60, 70 fahren. Bisschen unwegsam, man muss aufpassen, wohin man läuft und worüber man alles stolpern kann. Die Straße ist echt der reinste Flickenteppich hier. Willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind jetzt wieder zurück von der Schwarzmeerküste und zwar im Süden von Bulgarien. Ja, hier hatten wir ein ruhiges Plätzchen für die Nacht gefunden, was auch in Bulgarien nicht ganz so einfach war, zumindest an der Schwarzmeerküste nicht. Da vorne ist ein kleiner Fluss und ja, war, wie gesagt, war sehr ruhig. Und heute geht es jetzt erstmal in die Stadt Plovdiv. Die wollen wir uns angucken, soll eine sehr schöne Altstadt haben. Ja, da geht's dann jetzt los, ne? Jo. Auf dem Weg nach Plovdiv haben wir hier so eine Autowaschanlage angefahren. Da hinten seht ihr's. Und haben Balu mal wieder eine Wäsche gegönnt, das war dringend nötig. Und dann haben wir eben gesehen, es gibt hier nicht nur Toiletten, sondern sogar eine Dusche. Die Dusche war zwar eisekalt, weil der Boiler nicht an war, aber so eine Gelegenheit nutzt man ja gerne. Jetzt füllen wir noch ein bisschen Wasser auf. Das müssen wir mit dem Kanister machen, weil es gibt keinen Schlauchanschluss. Also aus dem Badezimmer praktisch holen wir das Wasser. Und dann haben wir uns hier eine ganze Weile aufgehalten, aber haben auch so einiges wieder erledigt. Wir sind jetzt in Plovdiv angekommen, haben hier einen Parkplatz gefunden und sind im Moment ein bisschen am Rätseln, ob man hier wohl was bezahlen muss oder nicht, weil es sind so blaue Schilder mit einem P und wie so ein Parkuhrzeichen, aber hier ist weit und breit nichts, wo man was bezahlen könnte. Also wir haben jetzt mal die Parkscheibe ins Auto gelegt und ja, hoffen, dass wir nicht nachher hier zurückkommen und ein Knöllchen vorfinden. Wir sind jetzt hier in der Fußgängerzone von Plovdiv, haben gerade was gegessen und hier so richtig abgeholt hat uns die Stadt noch nicht. Sind halt sehr viele alte Häuser, die auch etwas verfallen aussehen und ja, mal schauen, ob es uns noch besser gefällt. Deswegen verlassen wir nämlich jetzt diese hochgelobte Fußgängerzone und schlagen uns mal in die kleinen Gassen. Da soll es etwas labyrinthisch zugehen und wir gucken mal, wie uns das gefällt. Das gefällt uns jedoch schon viel besser. Das ist das Kapana-Viertel. Lauter kleine Gässchen mit Kopfsteinpflaster und es gibt viele Cafés. Es gibt so kleine Lädchen mit hübschem Kunsthandwerk, alles Mögliche. Und ja gut, und zwischendurch natürlich immer noch auch die Spuren des Verfalls, was anscheinend hier in Osteuropa irgendwie noch so ein bisschen dazugehört. Das ist richtig toll hier. Mitten in der Fußgängerzone sind hier die Reste vom römischen Stadion, was irgendwie im 2. Jahrhundert nach Christus, glaube ich, gebaut worden ist. Und da haben sie einfach hier das gelassen. Man kann runtergehen, sich da diese Ränge anschauen, durch diesen Durchgang gehen
Und das Stadion ging dann noch eine ganze Richtung in die Richtung. Also es war halt ein Sportstadion, ne, richtig lang. Und ich finde, das hat hier irgendwie ein tolles Flair. Nachdem wir diese Fußgängerzone verlassen haben, hat Plovdiv doch deutlich gewonnen. Also zum einen dieses Kapana-Viertel mit den kleinen Cafés und Lädchen und so und den Gassen. Dann gibt es halt die ganzen antiken Hinterlassenschaften von den Römern, dieses Stadion, hier das Theater, wo wir jetzt gerade sind, was übrigens, wie ihr vielleicht gesehen habt, auch heute noch genutzt wird für Aufführungen. Und dann diese schöne Altstadt mit den steilen Gassen. Bisschen unwegsam, man muss aufpassen, wohin man läuft und worüber man alles stolpern kann. Aber super schön und stimmungsvoll, diese alten Häuser. Das gefällt uns jetzt richtig gut. Also unser Tipp in Plovdiv, vergesst die Fußgängerzone, geht direkt hier in die kleinen Gassen. Da vorne sehen wir schon Balu. Und ja, war jetzt doch ein langer Tag in Plovdiv. Wir sind froh, dass wir offensichtlich kein Knöllchen und keine Radkralle am Balu haben, soweit wir das von hier beurteilen können, nicht wahr? Ja, sind wir. Und ich bin auch froh, oder wir sind auch froh, wenn wir jetzt bei Balu sind, weil also ich habe ganz schön viel Hunger schon. Ich glaube, du auch. Ich auch. Ich habe immer Hunger. Und langsam haben wir auch Plattfüße vom vielen Laufen durch die Stadt. Oh ja. Und jetzt suchen wir uns noch irgendwo ein ruhiges Plätzchen und dann gibt es was zum Abendessen und gucken, wo wir übernachten können. Ja, genau. Alles heil am Balu. Da ist man ja doch immer froh, wenn man das Auto eine Weile hier hat stehen lassen und zurückkommt und alles in Ordnung ist. Wir fahren jetzt gerade von Plovdiv nach Rila zu diesem Kloster und obwohl die Straßen hier überwiegend mautgebunden sind, sind sie ziemlich schlecht. Also teilweise es rumpelt und rattert und ich kann kaum 60, 70 fahren. Die Straße ist echt der reinste Flickenteppich hier. Da ist hier keine 3 Meter, ist da mal eine ebene Fläche. Und hinter uns, wahrscheinlich hört man es jetzt auch gut, rappelt und scheppert es im Balu, obwohl wir hier schon versuchen, die Sachen möglichst schepperarm zu verstauen. Ich glaube, wir müssen demnächst auch mal gucken, ob wir irgendwo Schrauben nachziehen müssen bei dem ganzen Gerappel hier. Auf der Suche nach einem Platz für die Mittagspause sind wir jetzt auf dieser Straße gelandet und ich glaube, das war nicht die beste unserer Ideen. Also solche Schlaglöcher, das haben wir nicht in Chile, in Patagonien gesehen, was wir hier jetzt langrumpeln. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen und wie wir hier wieder rauskommen. Haben jetzt eine Stelle zum Wenden gefunden. Markus ist schon maximal genervt. Vom Navi. Vom Navi und von der Straße und überhaupt. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Also hier haben wir jetzt
nur Rumpelstrecke gefunden, aber kein schönes Plätzchen zum Anhalten. Ja, vor allen Dingen ist es so voll hier. Also es sind neben der Straße und dem zwischen Straße und See überall Leute, die am Campen sind und am Grillen. Und also es ist alles voll. Kann man da runterfahren? Das würde ich mir erstmal angucken, ja, bevor ich da runter. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten frühen Morgen. Wir sind ganz früh aufgestanden, weil wir heute das berühmte Rila-Kloster besichtigen wollen. Und da denken wir uns, wir werden nicht die Einzigen sein. Da sollen auch busseweise die Leute hingefahren werden. Und deswegen wollen wir heute früh da sein. Es ist genau 8 Uhr. Wir fahren jetzt los. Und ich denke, halbe Stunde, um 8:30 müssten wir da sein. Ich denke, genau. Für uns ist das früh. Für uns ist das früh und wir hoffen auch, dass wir damit den Massen ein bisschen entgehen. Ja, wir sind angekommen. Es ist 8:30. Der Parkplatz ist noch ziemlich leer. Da hinter uns ist der Eingang zum Kloster. Und dann schauen wir jetzt mal. Es ist noch recht frisch, deswegen haben wir noch mal was übergezogen, so früh am Morgen. Und ja, schauen wir uns jetzt mal um. Es sind übrigens 14 Grad. Das Rila-Kloster ist sehr, sehr alt. Das wurde irgendwann im Jahre 900, schlag mich tot, gegründet von einem Einsiedlermönch, dem damals schon die Kirche zu korrupt und zu weltlich war. In der Form ist es heute nicht mehr erhalten. Es gibt noch irgendwo einen alten Turm, den haben wir noch nicht gesehen, der aus dem 13. oder 14. Jahrhundert stammt. Und das Kloster, wie wir es jetzt hier sehen, wurde im 19. Jahrhundert so erbaut, weil es natürlich, wie das so ist, immer mal wieder zerstört, neu aufgebaut wurde und so weiter. Das ist berühmt wegen der vielen bunten Fresken, die wir jetzt aber nur von außen filmen dürfen. Innen in der Kirche darf man leider keine Aufnahmen machen. Und es hat außerdem eine wichtige Rolle gespielt hier in der kulturellen und politischen Geschichte von Bulgarien. In der Zeit, als Bulgarien eben wieder seine nationale Identität entdeckte, die sogenannte Wiedergeburtszeit, war das hier so ein Hort für Freiheitskämpfer und eben wichtige Leute oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen weiter um hier. Und es war echt eine gute Idee, früh morgens zu kommen. Das hat jetzt noch eine ganz friedliche und stille Atmosphäre hier. Es
Ich war jetzt gerade in der Kirche drin und die ist so klasse. Also sie ist sehr dunkel, aber oben gibt es eine Kuppel, wo so ein Lichtstrahl reinfällt. Der ist so richtig schwülstig dick und die Luft ist irgendwie so von Staub geschwängert. Also sieht richtig ein bisschen unwirklich aus. Dann ist die Kirche über und über mit bunten mit bunten Bildern bestückt, wie überhaupt das ganze Kloster hier. Und das ist auf jeden Fall richtig toll und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das Kloster und insbesondere auch die Kirche zu besuchen. Es gibt im Kloster hier auch ein Museum hier hinter uns und man kann den Turm besteigen. Also der Eintritt ins Kloster selber ist kostenlos, dafür muss man nichts bezahlen. Auch die Kirche kann man kostenlos besichtigen. Das Museum kostet Eintritt, der Turm kostet Eintritt und dann gab es noch verschiedene andere Preise, die wir jetzt nicht verstanden haben, weil alles in Bulgarisch dasteht und die Dame am Ticketdesk jetzt auch nur ganz bisschen Englisch sprach. Es gibt keine Ermäßigungen und ja, wir wollen jetzt eigentlich auf den Turm steigen, der ist aber im Moment wohl noch geschlossen. Sie sagte jetzt, in 15 Minuten macht er auf und vorher verkauft sie uns auch kein Ticket dafür. Dann werden wir uns hier noch mal ein bisschen die Zeit vertreiben. Wir können ja mal gucken, ob wir die berühmte Klosterbäckerei irgendwo finden. Das wäre doch was, wo ich sehr viel Interesse dran hätte. Die Klosterbäckerei haben wir gefunden, die ist hier hinter uns, hat aber nur so ein kleines Verkaufsfenster, also man geht wohl nicht rein. Und wir wollten jetzt was holen und die Antwort war, ja, in 15 Minuten ist es fertig. Es ist 9:30 oder wie spät haben wir es? 9:30 haben wir jetzt, ja. Wir hätten gar nicht so früh aufstehen brauchen, es ist noch gar nicht viel los. Und überall heißt es ja jetzt noch nicht in 15 Minuten. In 15 Minuten. Aber ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee, weil irgendwas brauche ich. Wir haben noch gar nicht gefrühstückt. So, hat jetzt doch keine Viertelstunde gedauert. Da sind sie. Das sind hier Spezialitäten von der Bäckerei. Und da machen wir uns jetzt mal drüber her. Nachdem wir jetzt bei der Bäckerei schön gefrühstückt haben, war auch sehr lecker, sind wir nochmal zu dem Turm gegangen, weil die Viertelstunde ist ja nun längst rum, aber was ist, es ist immer noch zu, da hängt immer noch eine Absperrung vor, hier sitzt auch keiner und wir vermuten mal, wenn wir jetzt nochmal zum Ticket Office gehen, dass es wieder heißt in 15 Minuten oder so. Ja, ich glaube, dann verzichten wir jetzt auf die Besteigung von dem Turm und beenden damit unseren Besuch hier im Rila-Kloster. Als wir dann zum Parkplatz zurückkommen, steht auch da der Parkplatzwächter. Wir wussten ja, dass man was bezahlen muss. Und dann bin ich auf ihn zugegangen, habe gesagt, hier Camper. Und er sagte dann 20 Lever. Und dann sagte ich, nee, 10. Da steht doch drauf 10. Nein, 20. Und das Schild sei nur eine Information als Unterscheidung, welche Wagen wie viel bezahlen müsste. Und er würde sagen 20 und er will jetzt 20 Lever haben. Also der war ziemlich aggressiv und ziemlich blöd. Wir haben das Geld dann auch bezahlt und nach kamen dann auch die Reisebusse und es wurde laut. Die Reisebusse lassen ja oft ihre Motoren laufen. Es stank. Ja, es wurde ungemütlich und deswegen sind wir jetzt losgefahren und zwar nicht runter Richtung Tal, sondern auf den Berg. Hier gibt es nämlich am Ende noch einen schönen Parkplatz. Also im Nachhinein war es jetzt doch eine sehr gute Idee, früh da zu sein. Also es macht 8:30 auf, als wir auch da waren. Und wir konnten in Ruhe gucken. Und jetzt ab 11 fuhren da wirklich die Busse vor.
Und wir sind jetzt echt froh, dieser Hektik auf dem Parkplatz da entflohen zu sein, weil der ist schon recht eng. Dann die Busse mit laufenden Motoren, Autos, die kommen, dieser freche Parkplatzwächter, der da die Wohnmobilisten abzieht. Also es steht eindeutig da, bis 6 Meter zahlt man 10 Lever. Und der hat von allen, wir haben auch mit anderen noch gesprochen, 20 Lever genommen, was eigentlich der Preis für die großen Autobusse ist, und ließ nicht mit sich reden. Das hat schon einen schlechten Nachgeschmack hinterlassen. Ja, aber jetzt genießen wir es umso mehr, hier im Grünen zu sein, in der Natur. Gehen jetzt mal hier ein bisschen spazieren und gucken, was wir jetzt aus dem Rest des Tages machen. Jetzt genießen wir an diesem schönen Ort noch unseren Mittagssnack, und dann geht es wohl wieder runter, weil übernachten darf man hier nicht. Wir sind hier halt mitten im Naturpark und ja, haben hier einen kleinen Spaziergang gemacht, da an dem schönen Bach entlang. Das war alles sehr schön und nachher fahren wir dann wieder. Wir haben uns hier ein ruhiges Plätzchen im Grünen gesucht. Bis jetzt ist es auch tatsächlich ruhig. Ja. Wir sind hier immer noch im Rila-Gebirge, aber außerhalb des Nationalparks, weil im Nationalpark darf man ja nicht campen. Und werden hier jetzt auch das Wochenende bleiben, ein bisschen chillen, ein bisschen am Video arbeiten, ein bisschen wandern, ne? Damit beenden wir auch dieses Video für diese Woche. Wir freuen uns über Likes, Kommentare, abonniert unseren Kanal. Ja, und hoffentlich bis nächste Woche wieder. Hat Plovdiv, Plovdiv. Zieh! Ihr geht nicht raus! Hallo! Ich habe mich ja gar nicht gekämmt, oder? Tja. Und wie sollen wir jetzt da rauskommen? Wie komme ich aus der Nummer raus?